herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Roli Backt und Kocht. Gelegentlich bekommt man ja auch mal unangemeldeten Besuch. Oh no! Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Denen möchte man natürlich trotzdem irgendwas Leckeres präsentieren. Und was gibt's denn da Besseres als einen schnellen Bienenstich mit Paradiescreme nach Originalrezept von meiner Mutter Moni? Deswegen hier das Rezept. Schnell gemacht, super easy, super lecker, super fluffig. Ihr merkt schon, Superlative ohne Ende. Probiert's einfach aus. Ja, unser schneller Bienenstich steht auf dem Programm. Hier haben wir die Zutaten für den Teig. Da sehen wir 4 Eier, 200 Gramm Zucker, 125 Gramm Weizenmehl und ein ganz klein wenig von dem Backpulver werden wir brauchen. Für die Füllung von dem Kuchen später brauchen wir dann, heißt der Bienenstich mit Paradiescreme, also nehme ich hier die Paradiescreme, da empfehle ich euch Vanillegeschmack oder auch weiße Schokolade, auch lecker. Ihr nehmt 2 Becher Schlagsahne. Und damit der Kuchen oben auch wirklich schön ausschaut, brauchen wir 50 Gramm Butter, die wir nachher zerlassen werden. Und ein paar Mandelblättchen, damit das Ganze auch nett ausschaut. Ja, mit diesen Zutaten kommen wir super zurecht. Fangen wir an. Wir fangen an, indem wir die 4 Eier in die Schüssel geben. Und diese 4 Eier rühren wir jetzt einfach mal schön durch. Und wenn die Eier dann eine schöne helle Farbe erreicht haben, lassen wir langsam den Zucker einrieseln unter permanentem Rühren. Während die Maschine weiterrührt, nehmen wir uns das Mehl und geben hier eben eine kleine Prise Backpulver dazu. Muss nicht allzu viel sein. Halber Teelöffel oder eine gute Messerspitze voll ist hier völlig ausreichend. Unser Teig ist fertig, wenn sich der reingegebene Zucker gelöst hat. Es ist ein ziemlich flüssiger Teig, seht ihr schon? Noch. Und in diesen Teig könnt ihr jetzt einfach euer Mehl hineingeben. Wer den Kuchen besonders fluffig haben möchte, dem empfehle ich hier so ein Sieb. Gebt einfach eure Mehlmischung da rein, Mehl und Backpulver. Und das sieben wir jetzt einfach kurz da drauf. Und das Mehl heben wir jetzt vorsichtig unter. Die Menge an Teig ist geeignet für eine ganz normale Springform. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, den Boden leicht einfetten. Das werde ich auch tun. Nehmt ihr einfach ein bisschen Öl und verreibt es am Boden. Wichtig ist, nicht an den Rand, denn der Teig braucht diesen etwas raueren Rand ohne Öl, um hochklettern zu können. Wenn ihr den Rand einölt, dann geht der Teig nicht schön auf. Also von daher wirklich nur den Boden minimal ein bisschen mit Öl. Völlig ausreichend. Ja, dann geben wir den Teig auch schon hinein. Der hat jetzt deutlich an Festigkeit gewonnen. So, hier habe ich jetzt die zerlassene Butter und hier nehme ich also einfach ein Pinselchen und das beträufeln wir jetzt oben hier so den Deckel. Mit drüber schütten, ja, ist so eine Sache. Habe ich immer nur mäßige Erfolge. Man kann es auch noch über ein Sieb kippen, das funktioniert eigentlich auch. Aber wenn man hier so ein bisschen einfach den Kuchen oben mit der Butter beträufelt, ist das eine feine Sache. Man braucht vielleicht nicht die ganzen 50 Gramm. Ja, also man sollte den Kuchen natürlich nicht jetzt hier mit der Butter ertränken. Einfach hier so ein bisschen drüber. Wichtig ist natürlich, dass die Butter sich nicht allzu tief, dass sie auf der Oberfläche bleibt und jetzt hier nicht allzu tief in den Teig reinspritzt. Damit bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Jetzt fehlen eigentlich nur noch unsere Mandelblättchen. Die nehmen wir jetzt hier. Und je nachdem, wie viel ihr da mögt oder wollt, streuen wir die hier einfach so ein bisschen drüber. Jawohl, so würde ich das lassen. Und jetzt geht das Ganze ab in den Ofen. Für eine halbe Stunde 180 Grad. Natürlich braucht unser Bienenstich auch eine Füllung. Hier kommen wir zur Sahne. Wie gesagt, 400 Milliliter nehme ich da insgesamt. So, die fangen wir auch schon mal an zu schlagen, die Sahne. Wichtig zu wissen ist, richtig steif müssen wir die hier nicht schlagen, sondern es langt, bis es ein bisschen schäumt oben. Und dann geben wir schon unsere Creme hier rein, die Paradiescreme. Und jetzt schlagen wir das Ganze, bis es richtig schön fest ist. Den Kuchen habe ich mittlerweile aus der Form genommen. Ist von der Höhe her völlig okay. Jetzt kommt das eigentlich Kniffligste an unserem ganzen Kuchen. Und zwar ist es, wir müssen den jetzt hier einmal in der Mitte durchschneiden für die Füllung. Gibt es mehrere Tricks. Ich mache das immer noch frei Schnauze.
So, und jetzt ist nur noch der Deckel vorsichtig wieder aufzusetzen, damit die Gefahr des Brechens etwas minimiert wird. Nehme ich da nochmal so einen kleinen Hebel, setze den da einfach schön drauf und fertig ist unser Türschlitz.